Hi, ich bin Dominik von Backcountry Expeditions und in diesem Video möchte ich euch eine kleine Modellübersicht über das Herrenjackenprogramm des Unternehmens der Firma Mufflon, das heißt diese Wolljacken, geben. Ich habe dazu in der Vergangenheit bereits ein Review bei mir auf dem Kanal gemacht. Im letzten Jahr hatte ich euch vorgestellt meine Mufflon Tiag und die Jakob, die ich besitze und auch entsprechend benutzt habe. Und danach ergaben sich jetzt über einen längeren Zeitraum 2-3 E-Mails, die ich erhalten habe von Interessenten, potenziellen Käufern für irgendwelche Mufflon-Produkte, die wissen wollten, wie unterscheidet sich das eine Modell von dem anderen. Und da ich verstehen kann, dass es da in diesem Modellprogramm von Mufflon eventuell ein paar Unklarheiten gibt, also das heißt, die Unterschiede der einzelnen Jacken sind nicht auf den ersten Blick so erkennbar, habe ich mich dazu entschlossen, meine Erfahrung, die ich da gemacht habe, hiermit zum Besten zu geben. Und ganz speziell in diesem Zusammenhang muss ich meinen üblichen Disclaimer ganz verstärkt zum Ausdruck bringen. Ich bin nicht von der Firma Mufflon gesponsert. Ich habe keine Gratisgaben von irgendwelchen Shops bekommen, muss euch demzufolge auch keine Werbelügen auftischen von irgendwelchen Produkten, die ihr unbedingt kaufen müsstet. Das ist von mir rein fachlich, rein rational, sachliche Wiedergabe meiner Erfahrung, meiner Kenntnisse und natürlich wie ihr, oder ich denke doch, dass die meisten von euch, habe ich mir meine Sachen auch entsprechend teuer kaufen müssen. Kurz zum Abholen, wie die Sache angefangen hat. Ich habe im letzten, war es letztes Jahr oder vorletztes? Das weiß ich schon gar nicht mehr. Oh, krasse Nummer eigentlich, ja. Aber zumindest ist es auf meiner vorletzten Abenteuerreportage Lappland, ne? Das war ja 2021. Da bin ich ja mit der Mufflon Tiag sozusagen durch die Wildnis gerobbt. 6 Wochen lang die gleiche Jacke, im Regen, Wind, Schnee, mitten im Wasser stehen, von Temperaturen von -8 bis +5 °C habe ich diese Jacke jeden Tag permanent getragen und dachte mir dann, dass ich auch entsprechend natürlich meine Erfahrung da zum Besten geben kann. In dem gleichen Video habe ich euch auch das Modell Jakob vorgestellt, was ich als sozusagen Pendant Freizeit, darf man das so sagen, Zivilisationsjacke betrachtet habe. Ja, das war in dem Fall damals noch die graue Variante. Das ist jetzt die gleiche Mufflon Jakob, allerdings hier in der Farbe von der Tiag, die ich vorgestellt habe. Das heißt dem Forest Green. Und jetzt könnte man natürlich bei mir auch schon so ein bisschen durcheinander kommen. Ja, wieso? Hä, was? Grau, Grün und Tiag, wo ist das? Kurze Abholung. Ich würde euch in einem anderen Video möglicherweise mal meinen kompletten Kleiderschrank vorstellen. Ja, das sind keine Riesendimensionen, denn immer an mein anderes Video denken, weniger ist mehr, was brauche ich wirklich? Es könnte jetzt der falsche Eindruck entstehen, ich habe also nicht mehr all diese Jacken. Ne? Ich mache das natürlich, dass ich mir eine Jacke zulege, die über einen gewissen Zeitraum trage, meine Erfahrungen damit zum Besten gebe und die dann mich dann davon wieder trenne, wenn ich an einem anderen ähnlichen Modell interessiert bin, was möglicherweise besser ist, um euch denn hier diese Erfahrung mitteilen zu können, weil mir die Reviews halt Freude machen. Ne? Das ist ein bisschen was anderes als von den Leuten, die permanent was gesponsert bekommen und euch das erzählen, damit ihr zum Kaufen losrennt. Ich mache das aus meiner eigenen Erfahrung, um natürlich auch, der Hintergrund ist, meinen Tourteilnehmern auf meinen geführten Abenteuertouren auch die möglichst beste Ausrüstung empfehlen zu können. Ja? Hat also bei mir einen etwas anderen Hintergrund, warum ich mir Dinge zulege und mich denn davon vielleicht eventuell wieder trenne. Nicht von allen, denn einige sind praktisch unersetzbar. Da gibt es nichts Besseres, was ich jemals gefunden habe. Aber gerade jetzt in diesem Fall mit dieser Mufflon Jakob, kurze Erklärung, ich hatte mich von der Tiag getrennt, weil ich die praktisch eingetauscht habe gegen das finnische Jackenmodell, was ich ja auf dieser jetzigen Abenteuerreportage, ne, 2022 quer durch Lappland getragen habe. Also auch nahezu das identische. Ich habe da auch mal eine Daunenjacke getragen, natürlich, aber meistens ist da die Lodenjacke zum Einsatz gekommen, über die ich auch bereits ein Review gemacht habe, ja, die TST Serme Woolshell.
Und die kamen statt der Tiak, ja? Da ich ja praktisch, wie gesagt, nicht zu viel haben will in meinem Kleiderschrank. Ne? Wenn ich sage, ich nehme das eine, dann ist mein Motto, ich trenne mich von dem anderen. Das heißt, ich besitze jetzt praktisch nur noch die Mufflon Jakob. Ganz einfach. Und warum habe ich die jetzt in dem Grün? Ganz einfach, weil ich damals ein anderes Modell haben wollte von Mufflon, zusätzlich noch zur Tiak und zur Jakob, die ich ja beide damals parallel hatte, wie gesagt, in dem Video habt ihr gesehen. Und da handelt es sich um das Modell Zip oder Zip 2 heißt es mittlerweile. Ja, Mutzip, das ist so ein Zwieter gewesen, nur mit oben Reißverschluss, ja, ohne Kapuze, ganz simpel, ganz einfach. Die wollte ich als Arbeitsjacke haben, also so für draußen, wenn ich jetzt hier mit der Kettensäge rumläufe und so weiter, weil da habe ich noch so einen alten Baumwollfetzen. Wollte ich gern durch diese ersetzen. Ich habe dieses Jackenmodell seit über einem Jahr nicht erhalten. Ich habe überall geguckt, immer mich wieder angemeldet, wann kommst du rein, kannst du vergessen. Kannst du vergessen, habe ich nicht bekommen, zumindest auch nicht in den Farben, die ich mir ausgesucht habe. Und da war ich dann so pappesatt, muss ich ehrlich zugeben, als ich gesagt habe, gut, dann LMA, ja, dann besorge ich mir aber wenigstens eine andere Jacke wieder in der Farbe. Und dann dachte ich mir, naja, ich habe ja mit der Jacke, bin ich ja zufrieden, tausche ich einfach die Farbe. Das ist der Grund, warum ich jetzt hier eine grüne habe. Als sozusagen Hommage an meine Tiak, weil ich die Zip nicht bekommen habe. Versteht ihr das? Ist auch egal. Wenn man es nicht versteht, muss man es nicht verstehen. Aber das war zumindest meine Denkweise. Ist manchmal vielleicht ein bisschen abstrakt. Und jetzt kommen wir zum Kern des Videos, den ich mir hier so ein bisschen aufgeschrieben habe bezüglich dieser Frage, die ich dort erhalten habe, per E-Mail. Tatsächlich waren es zwei unabhängige Fragen voneinander, haben mich beide im letzten Jahr erreicht. Ich habe auch ein bisschen zeitverzögert geantwortet, wie man das von mir gewohnt ist. Und ihr seid aber auch von mir gewohnt, wenn nur einer eine Frage an mich herantritt an ein Video, wo ich der Meinung bin, dass es andere interessieren könnte, dann bringe ich das. Ja? Ich brauche also nicht 27 Aufrufe, einer reicht, aber ein bisschen Zeit müsst ihr dazu mir denn geben. Daher kommt dieses Video jetzt mit ein bisschen Versatz. Ich bin allerdings auch der Meinung, dass es an der Verfügbarkeit des Modellprogramms bei Mufflon aktuell überhaupt keine Auswirkung hat. Denn nach wie vor bekommt ihr so gut wie fast alle Modelle mehr schlecht als recht. Und dann würde ich jetzt einmal mit einer kurzen Aufschlüsselung des Modellprogramms bei den Mufflon Herrenjacken in der Dicke W300, das heißt den 780 Gramm pro Quadratmeter Stoffstärke, beginnen. Es gibt da wie gesagt noch die W100 Modellreihe und auch neuerdings habe ich gesehen, hat Mufflon sogar auch noch eine W50er, also richtig dünne rausgebracht. Mit denen hat das jetzt hier nichts zu tun. Es geht wie gesagt nur um die dicken Jacken. Ja? Das, was nach aktuellem Stand bei Mufflon erhältlich ist, beziehungsweise das, was ich einmal hatte. Fangen wir an mit der Tiak. Das ist sozusagen dieser Kapuzen-Sweater, Sweatshirt, wie man, oder vielleicht auch Anorak, wie man das nennen kann. Das hatte ich euch ja ausgiebig vorgestellt. Und dazu gibt es auch ein entsprechendes Review bei mir auf der Webseite. Ja, das Ding, mit dem ich durch Lappland gekrochen bin, mit dieser einfachen Kapuze. So, dann haben wir hier das Modell Jakob, was ich mir gekauft habe in einer Auswahl damals. Und zwar hatte ich zu dieser Auswahl mir bestellt die Jakob, die Joko und die Bertram. Das waren diese drei Jacken, die ich damals, bevor ich mir die hier also zum Kauf bekommen habe. Die einzigen, weil ich mir gedacht habe, bestellst dir alles, was verfügbar ist und guckst dir mal an, wo die Unterschiede sind. Sage ich euch jetzt, die Jakob ist gekennzeichnet durch den höchsten Stehkragen von diesen dreien, den ich kenne. Sie hat einen relativ körperbetonten Schnitt, das sieht man ja hier auch schon. Ja, sie sitzt, ich bin ja wirklich relativ schlank und sie sitzt dennoch, wenn ich mir jetzt mal so ein bisschen hinstelle, seht ihr ja, sie sitzt relativ körperbetont. Ja, ist in Ordnung und die Ärmel sind auch lang genug. Und sie besitzt zwei gerade Taschen. Ja, das heißt, diese hier, diese Taschen sind auch groß genug. Zwei Außentaschen und innen das gleiche als Pendant noch einmal. Das sind... Ich will jetzt kein langes Review machen, deswegen halten wir das hier kurz. Ja. Wer mehr dazu wissen will, schaut sich einfach das Review an, das ich hier in den Abspann nochmal linke. Ja. Habt ihr die zwei Innentaschen. So, das ist die Jakob. Dann haben wir die Joko, na, die ich auch hatte. Ich blende euch dazu ein entsprechendes Foto ein. Habe ich mir auch mal angezogen, um zu gucken, wie das ganze Ding ist. Die besitzt ebenfalls einen Stehkragen. Der ist aber nicht mehr so hoch wie der von der Jakob. Der Joko-Stehkragen geht nur ungefähr bis hier. Also da fehlen so ungefähr 2,5 cm. Pi mal Daumen. Na? Also wer einen etwas flacheren Stehkragen möchte, wäre da die Joko die möglicherweise interessante. Dann ist gekennzeichnet die Joko, sieht man auch schon auf den ersten Blick, die hat hier noch eine Brusttasche. Ja, diese Brusttasche ist aber sehr klein, also wirklich nur winzig. Entsprechendes Review gibt es bei mir auch auf der Webseite.
Und genau passend optisch zur Brusttasche besitzt sie zwei Einschubtaschen von außen, die auch nur sehr klein sind. Denn, deswegen sagte ich hier eine gerade Tasche, die haben so eine runde Form. Die sehen ein bisschen schicker aus, aber durch diese Rundung fand ich diese Taschen viel zu klein. Ja, und das zog sich natürlich auch dann in die Innenseite durch, weil der Nahtpunkt des oberen Reißverschlusses ist gleichzeitig natürlich auch hier die Naht der inneren Tasche. Ja, das heißt also, so wie der versetzt ist, wird die Größe auch der Innentasche gekennzeichnet. Ist das eine kleine, ist die hier automatisch innen auch kleiner. Ja? Also zumindest, wenn man das jetzt mit dieser hier mal vergleicht. Und das war der Grund, warum die Yoko für mich rausfiel, weil einfach die Taschen für mich zu klein waren und der Kragen zu flach. Im Vergleich zu dieser Jakob hier. Allerdings hatte die Yoko auch eine etwas längere Gesamtlänge. Das heißt, die Hüftlänge bzw. hier unten der Saum war ungefähr 3-4 cm länger als die Jakob. Ob das jetzt bewusst gemacht wurde oder ob es sich da um eine Produktionstoleranz handelt, das kann ich nicht sagen. Denn ich habe diese Jakob ja auch, wie gesagt, in der ursprünglichen Grau gehabt und habe sie jetzt in Grün. Und ich muss zwischen beiden Varianten, obwohl es die gleiche Größe ist, es ist hier die Größe M, feststellen, dass der Ärmel der grüneren etwas kürzer ist. Ungefähr 1,5 cm. Ich würde mal sagen, das ist eine Produktionstoleranz, ja, denn ich kann mir keine logische Erklärung geben, warum das grüne Modell kürzer geschnitten werden sein sollte als das graue. Die graue hat hier den längeren Arm. Also kann es also durchaus auch sein, dass es die Länge der Yoko möglicherweise ebenfalls so ist. Das ist spekulativ von mir, da könnt ihr gerne Mufflon selber fragen, wie sich das zusammensetzt. Ja? Würde ich übrigens auch mal gern wissen, wie es bei ein und derselben Größe unterschiedliche Längen und Weiten geben kann. Ja? Gut, spricht natürlich für Handarbeit, ja, keine Frage. Gut, dann hatte ich noch dieses Modell Bertram. Ah, das klingt vom Namen schon so. Ne? Wer einen Bertram kennt, wer zufälligerweise einen Bekanntenkreis hat, ich kannte mal einen Bertram und das war eher so ein Fülliger, ne? In jedem Fall. Ne? Kam interessanterweise auch aus dem grünen Bereich. Hätte ich gemeint, dem hätte wunderbar diese Jacke gepasst. Denn das Modell Bertram war optisch gekennzeichnet durch eine sehr weite Passform. Ich bin da komplett verloren drin gegangen. Also da sah ich aus wie ein Schluck Wasser. Die Jacke, die saß wie, ging gar nicht. Sah eigentlich schlimm aus. Ich blende trotzdem mal ein Foto dazu ein, auch wenn ich darauf ganz, also das ist nichts zum Aushängen. Da seht ihr, wie jemand Schlankes in der Bertram aussah. Und dann war sie noch, das war das charakteristische Merkmal, was ich mir mal anschauen wollte, hatte sie Applikation sowohl im Schulterbereich, also der komplette Schulterbereich bis hier oben rum und auch typisch hier die Ellbogenstützen war. Ich weiß nicht, was es war. Ich dachte erst, es war Leder, aber ich glaube, es ist entweder so eine Art Kunstsamt oder irgendwie. Ja, weiß ich nicht. Stand auch interessanterweise nicht da, was es für ein Material ist. Ja, aber lange Rede, kurzer Sinn. Dieses Modell, habe ich mal nachgeschaut heute, gibt es im Mufflon-Programm gar nicht mehr. Die Bertram ist sozusagen vermeintlich raus, so wie ich das zumindest gesehen habe. Ja, ich traure jetzt nicht hinterher, aber wer die Bertram, wer daran interessiert ist, das ist ein bisschen was für Fülligere, würde ich sagen. Oder zumindest für nicht schlanke Menschen. Ja? So, dann haben wir die Erik. Die hatte ich nicht. Leider muss ich dazu sagen, denn das war das Modell, was ich mir zu diesem Trio eigentlich noch liebend gern mitbestellt hätte, weil ich an der auch am meisten interessiert war. Aber die habe ich nicht bekommen. Erik war nirgendwo erhältlich, leider. Die war gekennzeichnet, genau wie die Jakob, durch einen hohen Stehkragen. Ich kann jetzt allerdings nicht sagen, ob der Stehkragen der Erik genauso hoch ist wie der jetzt von der Jakob oder nur so hoch wie der von der Yoko. Das weiß ich nicht, denn die Bilder beim Hersteller, die sind diesbezüglich nicht wirklich aussagekräftig. Und Angaben gibt es dazu leider auch keine. Ja, steht nur hoher Stehkragen, aber das steht ja bei den allen. Ja, also man weiß es nicht. Ja, also das ist für die Erik. Was dort allerdings steht, dass sie für lange Männer ist. Jetzt muss ich natürlich sagen, was heißt lange Männer? Das ist auch nicht angegeben, was es speziell heißt. Denn dieses Modell Jakob, vor allen Dingen das Graue, ja, war ja auch schon durch lange Arme gekennzeichnet. Und das Modell Yoko war ja auch schon durch einen längeren Sitz nach unten gekennzeichnet. Ne? Also da kommt man wirklich in den Wald, könnte man meinen. Ja? Der Grund, warum mich allerdings die Erik interessiert hatte, war, dass die Erik die Racklangärmel hatte.
Racklangärmel und damit sah sie für mich praktisch aus wie eine Jakob mit Racklangärmel. Für mich optisch sah sie aus wie diese Jacke, nur mit einer anderen Ärmelform. Racklangärmel, kurz zur Erklärung, das ist hier diese normale Ärmelform, wo sozusagen der Ärmel unten an der Schulter angesetzt ist. Der Racklangärmel ist hier oben direkt am Hals angesetzt. Ich kann euch das mal zeigen, nämlich habe ich zufälligerweise, aber ihr wisst ja, meinen Pullover trage ich immer in den verschiedensten Farben und Varianten. Dieser Bergens Ulrikenjumper hat hier einen Ansatz oben Racklangärmel. Und woran sieht er das? Ihr habt die Naht klassischerweise hier vorne gekennzeichnet und das Ganze fällt so ein bisschen flacher ab. Bei den anderen sieht man aus wie, kennt ihr, 80er Jahre Schulterpolster? Ne? Das ist so, ne? Und Racklangärmel war ein bisschen anders und ich dachte, dass es denn zu meiner Körperform, Silhouette, auch ein bisschen passt. Man könnte sagen, Racklangärmel sitzt ein bisschen sportlicher. Ja? Ist eigentlich so eine klassische Nähart von Sweatshirts, Pullovern, wie ihr jetzt gesehen habt. Aber wie gesagt, gibt es auch bei der Jacke beim Modell Erik. Ja, und leider, wie gesagt, habe ich auch die Erik bis heute nicht bekommen. Ich hätte liebend gern einen Vergleich zwischen der Jakob und der Erik gemacht, aber wie gesagt, das ist jetzt anderthalb Jahre, suche ich dieses Modell jetzt und dann bin ich der Meinung, wenn der Hersteller es nicht nötig hat, diese mir irgendwie aufzuerlegen und es nirgendwo sehr erhältlich ist, ja, dann muss ich auch wieder sagen, ne, irgendwo LMA, da kann ich nichts zu sagen. Schade eigentlich, muss ich sagen, aber das sind halt die Beweggründe des Herstellers. Wir wissen natürlich, es gibt weltweite Lieferschwierigkeiten, geschuldet der natürlich Globalisierung. Ja, alle Freunde von Globalisierung, yippie-yay, ihr seid alle mitverantwortlich dafür, dass irgendwo ein Sack Reis umfällt und man dann nichts mehr erhält. Ja, auch ich bin ein leidiges Wesen davon, obwohl ich schon versuche, wirklich alles im Inland irgendwo zu bekommen. Aber man kann sich gar nicht vorstellen, wie viel tatsächlich ausgelagert ist. Die banalsten, die einfachsten Dinge, wo man meint, ey, das muss doch noch in Deutschland irgendwo produzierbar sein. Nö, könnt ihr vergessen, ist alles abgewandert, ja, schon vor Jahren. Fässt sich nur an den Kopf. Gut, wollen wir keine Grundsatzrede darüber reden, aber das könnte natürlich mit ein Grund sein. Man weiß es nicht, denn vom Hintergrund kann man natürlich sagen, die Jacken sind ja made in Germany, ja, bei der von Mufflon, das heißt die Strickwarenfabrik Masche. Da kommt das Ganze her, oben im Norden. Und verarbeiten tun die, laut ihren eigenen Angaben, natürlich ein Garn von Schöller. Ja? Das heißt, die Wolle wird dort gewebt von dem Schöller und da weiß man natürlich nicht, wo Schöller das Ganze jetzt möglicherweise einkauft. Ja? Ist ja Wolle, Merino-Wolle kann ja praktisch aus allen Ländern der Welt kommen. Der Hersteller gibt an, Südamerika, Südafrika und Australien. Man weiß ja nicht, wo jetzt gerade der Sack Reis klemmt, auf welchem Kutter. Ja? Aber das ist möglicherweise mit einer der Gründe, warum es eventuell, das weiß ich nicht, ist eine Spekulation. Fragt doch bitte den Hersteller selber, wenn ihr daran interessiert seid. Und dann gibt es noch ein Modell, wo ich jetzt gesagt habe, gerade Erik, das wäre der Janus. Und der Janus hat für mich optisch gesehen einen Stehkragen wie die Joko, das heißt also nicht so hoch wie die Jakob, sondern etwas flacher, von den Fotos aus. Und da dort nichts geschrieben ist zu einer körperbetonten Passform, zu langen Ärmeln oder sonstigen, wie das Ding ausfällt, und ich mich von den Fotos, wenn man das überhaupt so, ne, ein bisschen orientiere, glaube ich weiß es nicht, aber ich glaube, dass die Janus einen ganz regulären Schnitt hat, eine einfache, normale Jacke ohne spezifische, versteht ihr, was ich meine, ja, nichts davon groß, nichts davon lang, nichts besonders kurz, so ein Durchschnittsding sein könnte. Und ich weiß nicht, was die Janus möglicherweise mit der ehemaligen Bertram zu tun hat, ob die genauso breit ausfällt, das kann ich nicht sagen, aber wie gesagt, der Vollständigkeit wollte ich das jetzt noch erwähnen. Dieses Modell gibt es auch noch, aber die habe ich, wie gesagt, nicht gehabt und war ich auch nicht daran interessiert, weil das jetzt für mich nichts hatte, was mich angemacht hat. Ja? Fassen wir das mal zusammen. Wir haben die Jakob, wir haben die Joko, wir haben die Erik, wir haben die Janus und ehemals hatten wir die Bertram. Das sind die, von denen ich jetzt erzählt hatte. Das sind Jacken mit Stehkragen, ohne Kapuze. Ja? Und dann hatte Firma Mufflon noch im Programm, auch bei den W300, immer dran denken, Herrenjacken, noch die Kapuzendinger. Und da hatte ich euch vorgestellt die Tiag, das war sozusagen mein Kapuzen-Sweatshirt. Und das Ganze gibt es dann auch noch als Jacke, das heißt mit einem einem durchgehenden Frontreißverschluss. Und da gibt es die beiden Modelle Randy und Halva. Ja, die haben eine Kapuze und einen Frontreißverschluss. Haben mich persönlich nicht interessiert, weil ich keine Jacke mit Kapuze haben wollte, da ich da schon ein anderes Modell habe. Und dann gibt es noch das Modell Patrick.
und das ist praktisch ein Mantel mit Kapuze. Und beim Randy habe ich mir hier noch notiert, der hat offensichtlich das Taschensystem, so wie es von der Optik aussieht, wie die Yoko. Ne? Das waren die Taschen mit dem kleinen halbrunden Schnitt, die mir zu klein waren. Und das war auch der Grund, ich hätte den Patrick mal bekommen können. Klingt immer komisch, ich hätte den Patrick kriegen können. Ja? Die Jacke natürlich, beziehungsweise den Mantel. Ne? Das ist so ein langes Ding, das geht wahrscheinlich bis zu den Knie, Pi mal Daumen. Hatte mich mal kurz interessiert, hätte ich auch günstig bekommen. Der war einmal im Angebot, das ist sonst die teuerste Jacke, logischerweise, weil sie auch die längste ist. Ja? Aber da muss ich sagen, aufgrund der Taschen, wie der Yoko, fiel die für mich wieder gesagt raus, weil ich die für als zu klein empfand. Peng. So. Und dann haben wir nur noch eine, die hatte ich ja anfangs erzählt, das, was ich nicht bekommen habe, diese einfache Zip oder Zip 2, dieses Sweatshirt ohne Kapuze, einfach mit einem kurzen Kragen, also dieses Überzieher-Ding. Jo, und das ist nach aktuellem Stand und nach meiner Kenntnis das Programm der Firma Mufflon im Bereich W300 Herrenjacken. Jetzt verzeiht es mir bitte, da das jetzt kein Video speziell für die Damen ist, weil logischerweise es macht keinen Sinn für mich, Damenjacken zu bestellen. Die könnte ich jetzt hinhalten, aber ich habe ja nicht die Passform. Ne? Also da müsst ihr euch jetzt vielleicht eine Dame auf YouTube suchen, die eventuell ein ähnliches Übersichtsding mal gebracht hat, wie ich das jetzt hier für die Herren gemacht habe. Ich hätte es natürlich auch gern für die Dame, aber da müsst ihr mir auch eine hinsetzen, ne? die das natürlich auch selber kauft, logischerweise. Ja. Ich hoffe, dass ich hier vielleicht denjenigen, die interessiert gewesen sind an den Mufflon W300 Herren-Wolljacken, vielleicht das ein oder andere Fragezeichen von der Stirn genommen habe. Wenn man sich dieses Programm ansieht, könnte nämlich, und das haben ja wie gesagt andere bestätigt, dieses durchaus aufgetaucht sein. Und falls die Firma Mufflon dieses Video hier sieht, ja, mein Review auf der Webseite dürfte bekannt sein, hallo, ja, ich habe nichts Negatives gesagt, ich habe, wie gesagt, ehrliche Erfahrungsberichte, so wie sie bei mir bekannt sind, ja, fachlich, sachlich, neutral gemacht. Hätte ich dennoch eine kleine, ich will nicht sagen bitte, aber vielleicht einen Hinweis, Verbesserungsvorschlag, weil wenn an mich das schon rangetragen wird, dann könnte ich mir vorstellen, dass es da noch mehrere Leute gibt, dass man genau das, was ich jetzt hier erzählt habe, in diesem Modellprogramm etwas klarer differenziert für den Interessenten, für den potenziellen Kunden. Wie man das jetzt macht, das ist ja, sei ja dahingestellt. Das Einfachste wäre natürlich, man macht eine Tabelle, ja, Jakob, Joko, Bertram, Tiag, was auch immer, und schreibt die einzelnen mit Reißverschluss, ohne Tasche, Langkragen, kurz und so weiter. Das wäre die perfekte Nummer. Ja? Oder aber zumindest unter die einzelnen Modelle die entsprechenden Charakteristika ein bisschen ausführlicher, sodass halt keine Fragezeichen auftauchen. Ja. Und noch einen kleinen Hinweis, wo wir gerade schon so ein bisschen am Meckern sind. Ja? Ich hatte die Jakob ja in der Farbe Granit. Das ist die Farbkennzeichnung 15, die bei mir auch auf dem Stempel draufsteckte von dem Etikett. Ja, nun hatte mich jemand angeschrieben, dass ja, ich habe auch die Jakob 15 Granit, aber meine ist viel dunkler. Da dachte ich mir, hör, was? Und dann habe ich nochmal an dieses Farbschema, Firma Mufflon hat ja so eine Farbpalette, könnt ihr euch aussuchen, reingeschaut. Und da habe ich festgestellt, dass da tatsächlich zweimal die 15 enthalten ist. Und die eine ist dunkler und die andere ist heller. Ich weiß nicht, ob euch oder Ihnen das da eventuell schon als Hersteller aufgefallen ist. Da scheint es eine kleine Diskrepanz in der Darstellung zu geben, die auch wieder Kunden verunsichert. Meine Webseite ist jetzt auch nicht immer alles überall 100% perfekt. Ich habe vielleicht auch mal einen Tippfehler, aber muss man sagen, ich mache alles selbst. Ich betreibe die alleine und bin für alles selbst verantwortlich. Und wenn man da vielleicht ein paar mehr Leute hat oder jemanden, der nur das macht, da könnte man vielleicht solche kleinen Fehler mal so als winzigen Zahnfall, ja, durchaus vermeiden, bin ich der Meinung. Ne? Jo, und das soll es denn auch gewesen sein. Ich bedanke mich fürs Zuschauen. Hoffe, wie gesagt, ne, ihr seid die haben wollen, ein bisschen aufgeschlaut. Und für all diejenigen, die jetzt nicht an Mufflon interessiert sind, die das jetzt ein bisschen zu Mufflon-lastig gewesen ist, ihr könnt natürlich auch gerne mal in die Kommentare reinschreiben, was ihr so für Wolljacken benutzt, von welchen Herstellern, so als ähnliche Pendants. Denn da gibt es natürlich auch irgendwo noch ein bisschen mehr, wobei ich die eine oder anderen auch schon kenne und die aus einem Grund nicht besitze, weil sie preislich noch weiter abgehoben sind. Ja, und das ist mir auch wichtig, ich habe solche Sachen hauptsächlich aus dem gleichen Grund, wie ich meine eigenen Produkte auch fertige. Made in Germany. Ja, das ist, das heißt, persönlich, wenn ihr könnt euch da gerne austauschen, persönlich interessiert mich aber recht herzlich, wenn irgend so ein Produkt wieder aus Fernost kommt. Das ist völlig juckig. Egal wie geil das ist, egal wie schick das ist, Europa ist für mich der Mindestanspruch.
Nicht aus dem Grund, weil ich eventuell hier irgendein nationaler Rassist bin oder so ein Quatsch, sondern ich bin kein Fan der Globalisierung und ich möchte meine Transportwege irgendwo möglichst kurz halten, unserem Planeten, unserer Umwelt zuliebe. Das ist der Grund. Mal ganz abgesehen von den regionalen, eventuell heimischen Arbeitsplätzen. Ja? Also wäre es schön, wenn ihr da irgendwelche Alternativen habt, wo jetzt nicht irgendwo ein Hersteller seine Nationalflagge, beispielsweise irgendeine norwegische Firma knallt jetzt hier die schöne Kreuzflagge drauf, Norwegen, Norwegen, alle denken, ey, ja, das kommt doch irgendwo aus Europa und guckt man dann ganz gezielt hin, made in China. Ne? Das ist eigentlich leider der Klassiker, muss man sagen. Ja? Also immer einen regen Austausch, ihr könnt ja austauschen, was ihr wollt, aber ich persönlich, wer mir vielleicht einen Gefallen tun will, ja, der punktet damit praktisch nur bei möglichst regionalen Produkten. Und egal mit welcher Jacke jetzt, ja, wie lang die Ärmel, wie kurz der Reißverschluss, wie hoch der Kragen eventuell sein mag, Hauptsache, ihr fühlt euch immer wohl drin, es ist schön kuschelig warm, so wie ich jetzt hier draußen noch im Kalten sitze. Und dabei wünsche ich euch denn natürlich wie immer viel Spaß draußen.